Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es den nächsten Part der Q&A-Reihe, also eure Shisha-Fragen an mich gestellt und hier einfach ganz spontan und schön entspannt in diesem Video beantwortet. Sollte euch das gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Q&A. So, da bin ich wieder und ich habe euch heute wieder die Fragen gestellt bzw. Fragen stellen lassen auf Instagram für dieses Q&A. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu unserer Instagram-Seite. Da seht ihr dann immer schöne Stories, was wir gerade so machen bzw. was ich gerade so mache, welche Pfeife ich gerade rauche, welchen Tabak ich gerade rauche und natürlich auch jeden Tag ein schönes Bild von einer coolen Pfeife, von einem coolen Kopf oder irgendwas anderem, was gerade so in der Shisha-Szene abgeht. Ich habe gerade schon eure Fragen hier auf und werde jetzt einfach ganz entspannt und spontan mit euch durchgehen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal einen Zug, erstmal die Frage, was rauche ich eigentlich gerade und in welcher Pfeife, damit das erstmal geklärt ist. Ich rauche gerade die Alpha Hookah auf einer Bowl von Mose Shisha. Obendrauf der Vuskurimsia-Kopf, ein russischer Kopf. Darauf dann ein MIG Razor, gerade sogar schon mit Deckel. Der braucht wirklich ordentlich Hitze, da sind drei Kohlen drinne. Welchen Tabak rauche ich? Ganz einfach, bei dem Kopf und bei dem Setup könnt ihr es euch vielleicht schon denken. Ich rauche gerade wieder einen Darkside, beziehungsweise sogar direkt drei Sorten in wahrscheinlich meiner absoluten Lieblingsmischung, die es so gibt, was Darkside im Moment angeht. Ein kleiner Schuss Supernova für eine schöne Frische und dann den Rest 50-50 aufgeteilt zwischen Darkside Hola, was eine Cola ist, und Lemon Blast, was mich sehr, sehr stark an diesen Zitronen-Krümel-Eistee erinnert, den man von früher kennt, den man sich so selbst anmischen konnte, wo diese kleinen Pellets drin waren. Bisschen Wasser drüber, umrühren, dann habt ihr fertigen Eistee. Ist für mich eine der geilsten Kombinationen, die man im Moment so aus Darkside rausholen kann. Und deswegen gibt es den jetzt auch direkt schon wieder. Aber ich würde sagen, noch ein Zug und dann hüpfen wir mal direkt zur ersten Frage. Wolken seht ihr auch schon. Jetzt mit dem Deckel oben drauf nochmal schön Hitze gegeben, läuft das Ganze wunderbar. Leute, wir kommen zur ersten Frage. Der Jan Teubner fragt, kommt noch ein Video über die Capital Bra Sorten, die ich euch geschickt habe? Jan, auf jeden Fall, da kommt noch was. Seht es mir bitte ein bisschen nach, dass das Ganze ein bisschen länger dauert. Ich habe gerade so viel um die Ohren auf der Arbeit und auch im Privatleben, dass es ein bisschen schwer ist, hier mehr als zwei Videos die Woche rauszuhauen. Deswegen, es kommt auf jeden Fall noch. Wann genau, kann ich dir da aber leider nicht sagen. Aber safe, Digga, das Video kommt noch. Der Alex fragt, nie wieder Shisha rauchen oder nie wieder E-Zigarette dampfen? Ich habe das Dampfen eh wieder aufgegeben, von daher fällt mir die Antwort relativ leicht. Ich würde safe auf E-Zigaretten bzw. auf Dampfen verzichten und nur noch Shisha rauchen. Für mich steht Shisha rauchen einfach sowas von weit überm Dampfen, dass es für mich einfach keine Frage ist. Warum habe ich das Dampfen wieder aufgegeben? Ich wollte einfach meiner Lunge zwischendrin nochmal eine Pause gönnen. Ich rauche mehr als genug Shisha, also zwei, drei Köpfe am Tag sind bei mir eigentlich so die Regel. Einer muss mindestens drin sein, ist aber eher selten, dass ich nur einen Kopf rauche. Und ja, wenn ich mich da entscheiden müsste, auf jeden Fall nie wieder dampfen und lieber Shisha. Der Jaden fragt, was ist eure teuerste Shisha? Muss ich mal kurz überlegen. Also ich glaube, ich habe gar keine, die so krank teuer ist. Ich habe viele, die schon auf jeden Fall im Premium-Segment sind. Ich glaube, die teuerste Pfeife, die ich da habe, ist die Amazon Hookah. Die hat, glaube ich, 250 oder 350 Euro gekostet. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall so in dem Dreh die Aeon Edition 4 noch mit 260 Euro. Und einige, die so in dem Preissegment sind. Also die Shishaya, die Kylie hat 200 gekostet. Die Ocean Shisha als Live-Dinger haben 250 Euro gekostet. Also es sind auf jeden Fall schon einige dabei, die nicht gerade billig sind. Ich glaube, die Alpha hat auch 260 oder 270 gekostet. Ja, so in dem Dreh sind auf jeden Fall so die teuersten Pfeifen. Welche da definitiv die teuerste ist, kann ich dir gar nicht sagen gerade. Aber ich glaube, es ist die Amazon Hookah. Der Jane fragt außerdem noch, welche Autos fahrt ihr? Der Warren hat kein Auto, der ist ja noch Student, beziehungsweise hat er jetzt auch einen Werkstudentenjob, aber trotzdem noch kein Auto geholt, weil eigentlich braucht er es nicht und ist ein bisschen unnötig. Ich lege auch nicht so viel Wert auf Autos. Für mich ist das Wichtige, dass ordentlich Zeug reinpasst und dass es angenehm auf der Autobahn fährt, weil ich halt schon super viel auf der Autobahn unterwegs bin, allein weil ich so oft nach Frankfurt pendle.
Deswegen habe ich mich für ein E200, W210 entschieden, also eine alte E-Klasse. Ich habe jetzt letztens erst die 200.000 Kilometer geknackt, aber das Ding läuft einfach unglaublich gut. Und gerade für die Autobahn, keine Ahnung, 150 Tempomat rein und lass das Ding laufen, dann bist du ruckzuck in Frankfurt. Hat außerdem mega viele Komfortfeatures. Ich habe auch eine Sitzheizung drin, obwohl es mega alt ist und so. Elektrisch verstellbare Fenster, nicht Fenster, Seitenspiegel und sowas. Also dafür, dass es so alt ist, eigentlich viel Komfort am Start und viel Platz. Und es fährt super angenehm. Von daher bin ich da auf jeden Fall zufrieden. Das Einzige, was ein bisschen wehtut, ist so der Verbrauch. Der ist nämlich echt heftig. Also wenn ich morgens auf die Arbeit fahre, habe ich so im Schnitt 12, 13 Liter auf 100 Kilometer. Auf der Autobahn ist es dann schon wieder relativ entspannt. Wenn ich 150 mit Tempomat fahre, komme ich so auf 8 Liter. Also ist jetzt nicht super sparsam, aber ich finde dafür, dass das so viel Masse ist, die da relativ fix bewegt wird, geht das auf jeden Fall klar. So, die nächste Frage ist, was war eure erste Shisha? Also meine allererste eigene Shisha war so eine Billig-Shisha vom Kiosk. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für eine war. Es war auf jeden Fall scheiße. Also die hat sich nicht gut rauchen lassen. Der Durchzug war mega scheiße. Allgemein würde ich mir die definitiv nicht mehr holen. Aber für damals, für schnell 30, 40 € hat die, glaube ich, gekostet, im Kiosk eine Pfeife holen, noch irgendeinen ekelhaften Nackler und eine Packung Selbstzünder dazu, einfach weil wir gerade Bock hatten, im Hof eine Pfeife zu rauchen. War nicht die beste Entscheidung im Nachhinein, aber ich denke, viele von uns haben so angefangen. Meine erste richtige eigene selbst gekaufte Pfeife war eine Amy NPX, mit der war ich auch sehr lange sehr zufrieden. Ist eine Vierschlauchpfeife, so ein bisschen im Design von der NPS von Nagilem gehalten. Hat auf jeden Fall mega gut geraucht, also hat sich mega gut rauchen lassen. Ihr wisst ja, die Pfeife macht nichts bei der Rauchentwicklung. Aber ja, sehr entspanntes Rauchverhalten und hat mich echt lange zufriedengestellt. Generelle Meinung zum Tabak der Marke Hukain. Tendenziell ein Ticken zu feucht, aber ich verstehe auch den Johannes, der will halt das Maximum rausholen, was der Tabak an Molasse aufnehmen kann. Die neueren Dosen, die ich jetzt hatte, waren gar nicht mehr so schlimm von der Molasse, also optimiert er da auf jeden Fall noch ordentlich weiter. Generelle Meinung, ich finde, die haben ein paar Geschmackssorten, die wirklich herausragend gut sind. Also gerade den Green Lean oder den Yellow oder auch den Anders finde ich einfach wirklich brutal und rauche ich sehr, sehr gerne. Spiced Lean, wie der Green Lean, nur noch ein bisschen Burley-mäßig, also noch ein kleiner Burley-Anteil mit dabei, auch mega geil. Was ich gerne mache, wenn ich weiß, dass in der Packung ein bisschen zu viel Molasse ist, ich drücke den Tabak einfach kurz aus, gerade wenn ich das Ganze im Overpack rauchen will, was meistens noch mein Standard-Setup ist, außer ich rauche jetzt so Sachen wie Darkside, die rauche ich auf Abstand. Aber ja, bei Overpacking würde ich Hukain auf jeden Fall ein bisschen ausdrücken, aber allgemeine Meinung zu Hukain, teilweise echt super geile Geschmackssorten und allgemein echt gut aufgestellt. Und vor allem freue ich mich jetzt extrem auf die neue Sorte, den Berlin. Den konnte ich schon riechen, konnte ihn aber noch nicht rauchen, aber vom Geruch her war das schon absolutes Brett. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Also die Rauchwolken bei Darkside, da kann sich, glaube ich, niemand beschweren. Der Johannes würde gerne wissen, wie ist deine Meinung zu Mataleon? Ich hatte selbst noch keine Mataleon. Ich kenne nur das Zubehör von Mataleon. Da muss ich auf jeden Fall sagen, Preis-Leistung mega geil. Ich schätze, die Pfeifen sind auch so, kann aber noch nichts Definitives sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ich in nicht allzu weit entfernter Zukunft da auf jeden Fall eine Meinung zu haben werde. Es wird auf jeden Fall eine Carbonic kommen. Ich habe letztens mit Mataleon gesprochen. Die stellen uns eine zur Verfügung. Das heißt, die können wir dann demnächst testen. Da wird dann natürlich auch ein Review folgen, Bilder auf Instagram folgen und dann auf jeden Fall die Frage nochmal stellen. Dann kann ich da genauer drauf eingehen. Aber ich schätze mal, dass es auch da so sein wird, dass es jetzt nicht die am allerkrassesten verarbeitete Pfeife ist, aber für eine Pfeife, die in China gemacht wird, sehr, sehr gut sein wird. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Freue ich mich wirklich auf die Pfeife. Der Ben würde gerne wissen, gibt es einen Unterschied zwischen der Alpaka Rook Ball und der Alpaka Predator Ball? Ja, sind halt zwei unterschiedliche Köpfe. Also der Rook hat tendenziell ein etwas größeres Depot. Mein Rook hat auch noch ein paar Airflow-Schlitze mit drin. Ich habe ja den Rook in der Art Edition mit Ekua zusammen, also der mit diesen schwarzen Punkten. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, auch da wieder der Shoutout, schaut mal auf Insta vorbei. Da habe ich nämlich ein Bild mit dem Kopf, da könnt ihr den sehen. Dann wisst ihr, welchen ich meine. Die Alpaka Predator Bowl auf der anderen Seite ist eigentlich wie eine Suri Bowl, also ein bisschen kleiner, ein relativ kleines Depot. Kann auch definitiv nur mit Alufolie geraucht werden. Den Rook kann man auch mit HMD rauchen. Bei der Predator Bowl im Vergleich zu der Suri Bowl ist der einzige Unterschied,
dass die Predator Bowl noch eine kleine Bridge über dem Funnelloch hat. Also ihr müsst euch einfach so ein kleines Keramikteil, wie so ein kleines Stäbchen, das noch über dem Funnelloch ist, vorstellen. Das verhindert, dass ihr die Alufolie schnell anzieht. Das heißt, euer Durchzug sollte wirklich immer on point sein. Bei der Suri Bowl, wenn die Alufolienspannung mal nicht absolut on point ist, könnte das sein, dass ihr die Alufolie anzieht und dann ist der Durchzug natürlich instant vorbei und dann war es das mit dem Durchzug und dann ist das Rauchvergnügen am Arsch. Was ich euch da als kleinen Tipp direkt mitgeben kann, so kleine Schaschlikspieße, vielleicht kennt ihr die Schaschlikspieße aus Metall, zum Beispiel zum Rollen von Rouladen oder sowas, die könnt ihr dann einfach unter die Alufolie schieben und über das Funnelloch legen, sodass ihr praktisch, wie bei der Predator Bowl, eine kleine Bridge über dem Funnelloch habt, sodass ihr die Alufolie nicht so schnell anzieht. Der KK.KK würde gerne wissen, was der momentane Lieblingstabak nach Black Nana ist. Da nehme ich ja schon fast ein bisschen was vorneweg für das nächste Top 5 Sorten Video, was ja im September auf jeden Fall folgen wird. Ihr wisst ja, alle 3 Monate kommen unsere Top 5 Tabaksorten. Aber um das schon ein bisschen vorneweg zu nehmen, ich glaube, bei mir im Moment wäre auf Platz 2 definitiv ein Darkside. Ich wüsste nicht genau welcher, wahrscheinlich wäre es die Kombination eigentlich, die ich auch jetzt gerade rauche, also Hola, Lemon Blast und Supernova. Einzeln, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich der Hola. Also der Cola-Tabak von Darkside, den finde ich einfach unglaublich lecker. Finde ich krass, wie geil der getroffen ist. Geht für mich stark in die Richtung von diesen Mau am Kau-Dingern, falls ihr die kennt. Also diese relativ festen Mau am Kracher. Davon die Cola-Kracher. Genauso, finde ich, schmeckt der Tabak. Also wirklich sehr, sehr geil. Und gerade in der Kombination, wie ich das jetzt rauche, mit dem Lemon Blast, also dieser Krümeleistee, wie ich vorhin schon erzählt habe, und noch eine kleine Frische vom Supernova, wirklich absolut geil. Und wäre, glaube ich, definitiv auf Platz 2 bei mir im Moment. Der Luke würde gerne wissen, was wir so für 2020 planen. Also so richtig geplant für den Channel habe ich eigentlich für 2020 nichts. Das ist immer mehr oder weniger spontan, was hier alles passiert. Ich meine, wir wissen ja auch nicht genau, wie sich die Szene so entwickelt oder alle Sachen, die so die Szene betreffen, entwickeln. Von daher, zu genaue Pläne gibt es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich 2020 definitiv noch am Start sein will. Sei das jetzt auf Insta, sei das auf YouTube. Ich würde am liebsten beides weitermachen oder ich plane auf jeden Fall beides weiterzumachen. Aber wie gesagt, man weiß halt einfach nie, wie sich die Sachen entwickeln. Man ist da so vielen Gesetzen und so weiter ausgeliefert. Und wenn sich da irgendwas ändert, könnte sich das auch hier ganz schnell ändern. Deswegen fix geplant für 2020 eigentlich nichts. Aber ich weiß, dass ich immer noch in der Shisha-Szene am Start sein möchte. Außerdem fragt der Luke noch eine günstige Alternative zur Mummy Bowl. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, die Mummy Bowl hat eigentlich 28 Euro gekostet, war aber irgendwann überall ausverkauft. Also ich habe täglich die Nachrichten bekommen, wo kann ich noch eine Mummy Bowl kaufen? Ich muss immer sagen, Digga, ich weiß auch nicht, wo es sie noch gibt. Es gab vereinzelt Offline-Shops, die sie noch hatte, aber dann waren die auch eine Woche da und dann waren sie wieder ausverkauft und dann waren da wieder ein paar und dann waren sie auch wieder ausverkauft. Elvano hatte letztens noch mal welche, also gestern jetzt, wo ich das drehe, heute ist Mittwoch. Also am Dienstag hatte Elvano noch ein paar, aber die waren auch innerhalb von einem Tag wieder ausverkauft. Und das, obwohl der Preis hochgegangen ist von 28 Euro auf 35 Euro. 35 Euro tut zwar schon ein bisschen weh, aber ich muss sagen, die Mummy Bowl ist es, glaube ich, immer noch wert. Der Flame Shisha Shop, liebe Grüße nach Simmern an der Stelle, beziehungsweise da die Umgebung, fragt, schönster Ort, an dem du Shisha geraucht hast. Da fallen mir auf jeden Fall 2 Locations ein, bei denen ich mich nicht wirklich entscheiden kann. Deswegen nenne ich einfach mal beide, also meine 2 Lieblingslocations oder die 2 schönsten Locations, in denen ich bis jetzt Pfeife geraucht habe, waren auf jeden Fall jetzt weder Platz 1 noch Platz 2, aber erstens auf dem Next Tower in Frankfurt vor der Skyline von Frankfurt an der Ecke bzw. am Abgrund zu sitzen und da eine Pfeife zu rauchen und dann dem Sonnenuntergang zuzugucken, wie er sich über Frankfurt langsam absenkt und die ganze Skyline im Orange vom Sonnenuntergang versinkt. Das war schon wirklich extrem beeindruckend. Und die andere schönste Location war, glaube ich, in Izmir, als wir auf dem Adalia-Trip waren. Übrigens, da gibt es auch ein schönes Aftermovie zu. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, Pfeife anmachen und das 33-Minuten-Video zu Izmir gucken. Da haben wir viele schöne Pfeifen geraucht. Aber mit dem Chris, mit dem Adreo und mit dem André, also German Smoker, Mr. Shisha Tricks und Shisha Gott, auf der Terrasse sitzen, aufs Meer rausgucken, dem Sonnenuntergang zugucken und da eine Pfeife zu rauchen, das war auf jeden Fall auch schon sehr, sehr beeindruckend. Das waren, glaube ich, so meine 2 Lieblingslocations bis jetzt.
Die nächste Frage ist, lieber heller oder lieber dunkler Tabak? Auch eine Frage, die ich relativ schwer beantworten kann, beziehungsweise gar nicht richtig beantworten will. Ich mag beides, ich brauche beides. Es gibt Darkside, es gibt Must-Have, es gibt Kismet, es gibt Tangiers auf der dunklen Seite, die ich alle unglaublich gerne rauche. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so viele gute Sorten, die auf Virginia basieren. Deswegen könnte ich mich eigentlich nicht entscheiden. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich im Moment in Deutschland sagen Virginia. Einfach weil die Auswahl größer ist als an dunklem Tabak. Aber es würde mir schon wirklich wehtun, auf den dunklen Tabak zu verzichten. Ihr kriegt es ja mit, Leute. Ich rauche im Moment super viel Darkside. Ist einfach mega geil und mal wieder was anderes in Deutschland. Deswegen, ich will mich eigentlich nicht entscheiden. Müsste ich mich entscheiden, würde ich aber wohl Virginia nehmen, weil im Moment einfach noch besser vertreten in Deutschland als dunkler Tabak. Und dann würde ich hoffen, dass sich das nicht ändert und ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Der Magnus würde gerne wissen, warum ist dein Lotus gesandstrahlt? Ganz einfach, damit er mal wieder ordentlich sauber ist. Über die Dauer brennt sich da natürlich unten ordentlich was fest, wenn man immer im Overpack raucht. Und abgesehen von Darkside rauche ich eigentlich fast alles in einem Overpack, also in einem Vollkontakt oder mindestens in einem Noppenkontakt-Setup. Ein Kumpel von mir, der Niklas, der Blonsky, den kennt ihr bestimmt auch schon aus vielen, vielen Instagram-Stories oder auch aus dem Holland-Vlog. Da war der auch mit dabei. Der arbeitet zum Glück an einem Ort, wo er einfach mal seine Smokebox mitnehmen kann und nach Feierabend die alle sandstrahlen kann. Dann sind die wirklich wieder perfekt sauber, also wie am ersten Tag. Und vor allem ist es dann auch relativ einfach, die zu reinigen. Also ich hatte das Gefühl, wenn man die zwischendrin mal sandstrahlt, dann werden die auch eine Zeit lang wieder perfekt sauber, wenn man sie danach einfach nur mit einer Stahlbürste bearbeitet. Deswegen, ja, warum sandstrahlen? Einfach damit die mal wieder ordentlich sauber sind und alles da unten abgeht und die wie neu sind. Der Luca hat direkt zwei Fragen. Die erste Frage ist, was machen, wenn der KS-Apo schwitzt? Viele fragen mich, ob sie den KS-Apo dann auswaschen sollen. Ich würde sagen, wasch den nicht aus, es bringt nicht wirklich was, es hält nicht wirklich lange. Akzeptiert es einfach, dass der Kopf dann ein bisschen blutet. Ich muss sagen, mein Apo blutet immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute den dann sauber machen oder behandeln oder woher das kommt, ob das einfach mittlerweile die Fertigung ein bisschen anders ist. Meiner blutet zum Glück nicht, aber wenn eurer blutet, dann einfach nach dem Rauchen immer mit Wasser abspülen, sofort abtrocknen und auf die Fensterbank stellen, irgendwo hin, wo der dann halt nochmal gut trocknen kann. Aber ansonsten würde ich da nicht großartig was mitmachen. Der andere Part der Frage ist, Somo nur im Funnel? Ich würde sagen ja, also ich rauche Somo nur im Funnel. Es gibt ein paar Sorten, gerade von den normalen, also nicht von den Stronglines, die man auch in einem Apo rauchen kann. Ich finde aber, Somo ist ein Tabak, der wurde für einen Funnel gemacht. Und er funktioniert auch einfach am besten im Funnel. Deswegen meine Empfehlung, was Somo angeht, auf jeden Fall safe in Funnel nehmen. Funktioniert einfach mit Abstand am besten. Und ihr wollt ja immer das Maximum aus eurem Tabak rausholen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, Somo mal wirklich perfektioniert zu rauchen, dann schaut euch am besten nochmal die Videos an, die wir so über Somo gemacht haben. Ihr wisst ja, in den meisten Reviews ist auch ein Kopfbau-Video dabei. Und da seht ihr, wie wir das Ganze am liebsten rauchen. Und ich glaube, wir haben kein einziges Somo-Review gedreht, wo wir das Ganze nicht in irgendeinem Funnel geraucht haben. Der Jonas fragt noch Meinung zum True Passion Ringelrangel und wann ist Warren wieder am Start? Warren ist wieder am Start, wenn er sich bei seinem Job ein bisschen eingelebt hat. Wie ich schon eben gesagt habe, Warren hat einen neuen Job angefangen als Werkstudent. Da ist er gerade ein bisschen krass gefordert. Also er muss noch viel neben dem Job nebenbei machen. Und bei dem bisschen Zeit, was ich dann habe, ist es relativ schwer, dass wir uns da gerade abstimmen, wann wir wie zusammen drehen. Deswegen, wann genau Warren wieder am Start ist, kann ich euch nicht sagen. Aber er wird wieder am Start sein. Und Meinung zum True Passion Ringelrangel fand ich ziemlich geil, ich habe eine Zeit lang extrem gesuchtet, habe ihn aber dann ein bisschen überraucht und deswegen im Moment nicht mehr so mein absoluter Favorit. Generell die Ringelrangel, Tingeltangel und wie sie sonst alle heißen Sorten gehen bei mir im Moment nicht mehr so gut. Ich bin da gerade einfach eher auf anderen Sachen, aber habe ich früher sehr, sehr gerne geraucht. Felix fragt noch Meinung zum KS-Apo, was Mehrlochköpfe angeht und was Allrounder angeht und was den Kopf angeht, wenn ihr sagt, okay, ich will mir jetzt einen guten Kopf rauchen, dem ich das meiste gut rauchen kann, ist für mich immer noch der KS-Apo, also echt ein brutal guter Kopf, in dem super viel Tabak mega gut läuft. Man kann ihn auch mit Smokebox rauchen und mit Darkside rauchen, man kann ihn mit einem Kamin rauchen, es gibt auch Leute, die rauchen ihn mit Alu, also wirklich ein krasser Allrounder, den ich nur empfehlen kann. Link zum KS-Apo ist übrigens unten in der Beschreibung, da könnt ihr mal vorbeischauen und euch den auf Amazon zulegen. Jonko fragt noch, der ekelhafteste Tabak, den ihr je geraucht habt. Da gibt es zwei. Für mich ist das einer der ersten zwei Tabaksorten, die ich mir jemals gekauft habe. Also als ich mir meine erste Pfeife geholt habe, die Amy NPX, das war übrigens im Relax Shop KK in Frankfurt, beziehungsweise
in Raunheim, nicht der in Frankfurt. Es gibt ja jetzt auch einen Rackshop in Frankfurt, den gab es damals noch gar nicht. Habe ich mir noch zwei Tabaksorten von Alvaja dazu geholt. Das eine war der Blue Mid, der war absolut geil, den habe ich mega gerne geraucht. Eine Blaubeere mit Minze, also wirklich ein absolutes Brett. Und der andere war der California Dream und das war einfach so gar nicht meins. Also das war so ein exotischer Fruchtmix, aber ich fand den absolut ekelhaft. Ich muss aber auch dazu sagen, das war vor gut 8 Jahren oder so. Also da kann sich viel verändert haben. Ich habe den Tabak seitdem nicht mehr gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Also Alvaja gibt es noch, aber ob es den California Dream noch gibt, weiß ich gar nicht. Wäre vielleicht mal interessant, den nochmal zu rauchen, aber ich glaube, da hätte ich immer noch so viel Angst vor, dass ich mir da keine 200 Gramm Dose von holen würde. Aber wenn ihn jemand am Start hat, gerne mal einen Kommentar da lassen, ob ihr den kennt. Und falls ihr den da habt und ihr ihn kennt, schreibt gerne mal, wie ihr das Ganze findet und ob ich dem vielleicht nochmal eine Chance geben soll. Auf Platz 2 bei den ekelhaftesten Sorten auf jeden Fall noch der Alvaja Farmer dabei. Viele mussten davon kotzen, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also mir kam auf jeden Fall kein Wirkreiz oder sowas. Ich musste da nicht von kotzen. Aber er war auch definitiv nicht lecker. Für die Leute, die Alvaja Farmer nicht kennen, sehr ausgefallene Sorte auf jeden Fall. Sehr, sehr ausgefallen. Es ist ein Schafskäse- und Oliventabak. War eher so als Gag gedacht. Also war kein Tabak, wo Alvaja dachte, voilà, Bruder, der wird richtig gut schmecken. Es war wirklich so als Scherz gedacht, so eine kleine Gag-Sorte, mit der ihr euren Freunden mal so ein bisschen verarschen könnt, falls ihr mal wieder witzig drauf seid an einem Abend. Aber der war auf jeden Fall auch alles andere als lecker, aber man konnte ihn rauchen. Noch eine kleine Scherzfrage vom guten Adreo, a.k.a. Mr. Shisha Tricks. Kann man Bowlwasser trinken und wie schmeckt es? Ich habe es noch nicht probiert, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht sollte man da irgendwann mal eine kleine Challenge mit dem Adreo machen und der Verlierer darf dann mal ein bisschen Bowlwasser probieren. Aber Leute, trinkt nicht euer Bowlwasser. Das kann nicht gesund sein, das kann nicht gut schmecken. Aber vielleicht müssen wir uns da wieder mal für die Wissenschaft opfern, beziehungsweise der Verlierer von der kleinen Challenge. Falls ihr da Ideen habt, was ich da mal mit dem Adreo, a.k.a. Mr. Shisha Tricks von Instagram, so als Challenge machen kann, schreibt gerne mal eure Challenge-Vorschläge unten in die Kommentare, vielleicht auch so mehrere kleine Aufgaben, die wir dann zusammen erfüllen und der weniger Punkte holt, der muss dann einen Schluck Bowlwasser trinken und dann kann er die Frage auch ganz genau beantworten. Ansonsten hoffe ich, dass euch das zweite kleine Q&A hier gefallen hat. Wenn ihr Bock habt auf mehr so Sachen, lasst mich gerne in einem Kommentar wissen. Ansonsten lasst gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Noch der kleine Shoutout, falls ihr wollt, dass eure Frage das nächste Mal auch im Q&A ist, einfach unten in der Beschreibung nochmal den Link zu Instagram auschecken. Da werde ich dann immer ankündigen, wenn wieder ein Q&A kommt. Ja, ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.